Nein, das ist eine. Die Geschichte besteht aus Ereignissen, die ganz verschieden Schicksale von Menschen prägen. Grausame Zeit des Zweiten Weltkrieges war eine schwere Erprobung für alle betreffenden Menschen. Man könnte die Geschichte der Familie von Frau Ruth Kreiselmeier kaum als typische nennen. Ihr Vater, der einberufene in die deutsche Armee Bauer Wilhelm Mager, wurde auf die Fischerhalbinsel geschickt. Seine Familie, wie viele andere in der Zeit, hat die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter als Hilfskräfte erhalten. Mein Vater war im Krieg und die Polen und die Ukrainer haben helfen ritten. Und mein Vater musste im Krieg gegen diese kämpfen. Es war ein Aufprall. Diese geschichtlichen Tatsachen, die gehen mir ins Herz und die müssen auch der jungen Generation weitergegeben werden. Es gab viele hier. Die Landwirtschaft, es musste was produziert sein. Die Leute mussten essen und dann hat man eben auch die Hilfe verschafft. Meine Mutter wäre zusammengebrochen, mein Großvater sah nicht mehr so gut. Und ohne diese Menschen wäre es nicht gegangen. Dann war es auch politisch so, sie mussten auch manchmal alle Phosphorsachen wegbringen, die Dreckarbeit machen. Das alles wurde ihnen auch zugemutet. Es war Ausbeutung und keine Ausbeutung. Es gab Menschen, es gab Betriebe, die sich in einer Ordnung gehalten haben. Es gab hier eine öffentliche Verordnung und es ist Ehrensache, wenn Menschen, die einem in der allergrößten wirtschaftlichen Not helfen und zum Überleben aller beitragen, wenn die nicht ihren Lohn erhalten würden. Dann wäre das Miteinander und auch die Produktion gefährdet gewesen. Es gab auch andere Fälle, da wurde das nicht eingehalten. Und dann gab es nach dem Krieg ganz böse Überraschungen. Bei der Familie Mager haben mehrere Hilfskräfte gearbeitet. Als erster kam 1940 der polnische Kriegsgefangene Josef. Er hat bis Ende des Krieges geblieben. Mein Vater hat ja sehr viel geschrieben. Und als er wusste, dass Josef in die Familie kommt, dann schrieb er aus Norwegen, bitte behandelt Josef so, als sei es euer Sohn. Ich bin in der Fremde und ich weiß, was das bedeutet. Und wer zu Hause an meine Stelle tritt und verantwortlich arbeitet, der soll behandelt werden als ein Mitglied der Familie. Und ich bitte euch, das zu tun und versorgt ihn sehr gut. Und das haben sie auch gemacht. Josef kam 1940 und er blieb 5 Jahre bei uns. Er war verlobt und ist dann nach Haus und hat geheiratet. Ich war einmal in Polen und habe seine Frau besucht. Und das hat die mir auch bestätigt, dass ihm die Großmutter sehr, sehr viel zugeschoben kam. Er war vorher in russischer Gefangenschaft und war etwas abgehungert und entkräftet. Und die Oma, die hat ihm zugeschoben, was ging. Und haben Sie nach dem Krieg die Beziehungen gehalten? Ja, hier ist ein Brief davon. Und wir waren 1994, mein Mann und ich, in Polen. Und wir haben seine Witwe gefragt, ob sie Rente erhält aus der Zeit, in der man in Deutschland arbeitete. Da sagt sie nein. Und dann bin ich zu den Nachbarinnen gegangen und habe bestätigen lassen, dass Josef 5 Jahre hier gearbeitet hat. Und dann bin ich zur Ortsverwaltung und habe das amtlich beglaubigen lassen. Und daraufhin bekam die Witwe einen beträchtlichen Betrag mehr. Ähnliche Geschichte hat auch Anna gehabt, ja, die andere Zwangsarbeiterin, ja, die bei Ihnen gearbeitet hat. Ja, die Anna Dischel war von 1942 bis 1946 bei uns und dann ging sie in ein Lager in die Rhön. Das ukrainische Lager war überfüllt, sie ging in ein polnisches Lager und dann hat ihr der Lagerarzt die Papiere zur Auswanderung nach Kanada verschafft.
Und 2011 haben wir sie besucht und anhand ihrer Rente und der minimalen Betrag, den ihr Mann bekam, konnte etwas nicht stimmen. Und dann haben wir, mein Mann und ich, alles auf den Weg gestellt. Wir sind in die ehemalige Arbeitsstelle gefahren. Das war wieder ein Glücksfall, denn wir haben die Helga Schäberle angesprochen. Ihr Mann war IFI im gleichen Austausch in Amerika und sie war Lehrerin. Und sie hat die Kinder dieser Familie unterrichtet. Und dann war es aber bei ihrem Mann etwas schwieriger. Er war aus dem General-Government, also Kreisbischer Michel. Und für diese gab es Sonderbedingungen. Und in diesem Ausweis steht Ukrainer arischer Abstammung. Das war, aber wir haben es nach langem, die wollten es nicht glauben. Und dann haben wir eine Postkarte entdeckt, die wurde mir mitgegeben. Die war an alle Ukrainer geschrieben aus dem Kreis Przemyśl. Und diese Karte kam an die Adresse seiner Arbeitsstelle. Und die hat es ausgelöst bei der Rentenstelle in Hamburg, dass alles stimmt. Es war eine genaue Arbeit. Man wollte es nach so vielen Jahren nicht glauben. Die Leute aus dem Kreis Przemyśl, denen wurde ein Arbeitsjahr nicht angerechnet, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe danach gefragt. Und das wurde nicht angegeben. Jedenfalls hat er dann das Fünffache bekommen, hat Herr Witwe das Fünffache bekommen und noch 3 Jahre Rückvergütung oder 4 Jahre. Besonders warm aber waren Beziehungen mit der Ostarbeiterin Anastasia aus der Westukraine. Zu Hause wurde sie als Tonja genannt, die junge ukrainische Frau, hat während des Krieges in einem Betrieb in Speyer gearbeitet. Dann hat sie der Bauerfamilie Mager in der Landwirtschaft geholfen. Eine Rückfahrt in die Heimat war für Ostarbeiter gefährlich. Anastasia hat geheiratet und ist mit ihrem ukrainischen Mann Michael in Deutschland bei der Familie Mager geblieben. Und diese Ehe blieb kinderlos. Und so kam es, dass mich die Anastasia und der Michel wie ihre Tochter angesehen haben. Wie war ihr Schicksal weiter? Von Anastasia und Michael? Ja, die haben lange bei uns im Haus gewohnt, wie eine Familie. Wir waren immer an einem Tisch. Dann haben sie 1965 haben sie ein Haus gekauft. Da habe ich hier die Notariatsurkunde. In der Nachbarschaft? Im Dorf. Die Urkunde ist hier. Dann haben sie ein Haus gekauft. Und dann sind sie Jahre später hochgezogen, das war erst vermietet. Und sie haben miteinander in diesem Haus, in ihrem Eigentum gewohnt und waren da eigentlich glücklich und zufrieden. Hier ist meine Mutter und Toni. Hier sind Toni und Michel. Die ukrainische Ostarbeiterin Anastasia hat die Lebensstellung von Frau Roth-Kreisel-Meyer sehr geprägt. Und die aktive langjährige Wohltätigkeit der ganzen Familie bestimmt. Die Frau Roth ist eine der Säulen des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz. Ich kann niemals vergessen, als 1988 das Erdbeben in Armenien war. Dann sagte die Toni zu mir, bitte gehe auf die Bank und überweise diesen Betrag. Und sie sagte noch weiter, ich wünschte eines, dass ich meiner Familie und meinem Volk helfen könnte, die so arm leben. Und ich kann nie ihr Gesichtsausdruck vergessen. Ich habe sie in ihrer Krankheit ein Jahr lang betreut. Ich bin fast jeden Tag bei ihr gewesen. Ich hatte Hilfe von außen. All dieses Erleben lässt einem nicht los. Und ebenso die Briefe, die von ihrer Heimat kamen. Und auch wenn sie dann wieder schrieb,
und Antwort gab. Ja, und das, was ihr lieb war, Wert hielt. Ach, könnte ich doch helfen. Und es war ja auch nicht möglich vor der Öffnung 1989. Sie starb im Juli und 1989 war dann die Öffnung. Hier ist ihre Freundin, die ist nach Australien ausgewandert. Und heute haben Sie Kontakte mit Verwandten von Anastasia? Ja, mit den Nachkommen ihrer Schwester. Und Sie besuchen sie in der Ukraine? Das haben wir gemacht, 2012 das letzte Mal. Aber ich habe inzwischen einen kranken Mann und habe kranke Knie. Aber wir haben Kontakt und wir helfen ihnen für den nächsten Schritt. Zum Beispiel habe ich der Anna eine Knie-OP bezahlt. Das würde in ihren Verhältnissen nicht möglich sein und sie kann weiterhin ihrer Familie helfen und dienen. Ihre Tochter ist Lehrerin und hat 3 Kinder. Der Schwiegersohn arbeitet und so kann sie zu Hause den Laden ein Stück aufrechterhalten. Lebensgeschichte von diesen Menschen ist auch Geschichte von ein Teil von ihrer Familie. Ja, genau. Es war die Begleitung. Es ist so, die Last auf den kleinen Betrieben mit der Arbeit, die war sehr hoch. Und ohne fremde Hilfe hätten wir nicht überlebt. Und die Produktion der Nahrungsmittel war ungemein wichtig, denn sonst wären die Leute verhungert. Die Ostarbeiter haben zu unserem Überleben beigetragen. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich weiß die Armut der Nachkriegszeit. Und da hatte ich keine innerliche Ruhe und auch mein Mann nicht, bis wir... Und auf diese Art und Weise haben wir uns engagiert. Und meine Großeltern, die haben mir ein Stück vorgelebt und mitgegeben. Ja. Und es wäre auch wahrscheinlich nicht so gekommen, wenn der Verlust des einzigen Sohnes, das war alles sehr, sehr viel. Und das, aus diesen Situationen soll man lernen, ist anders zu machen. 25 Jahre Arbeit des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz hat angefangen mit dem Thema Versöhnung mit den Völkern Osteuropas. Es haben sich verschiedene Arbeitsbereiche entwickelt, zum Beispiel die Betreuung von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. 800 haben wir angeschrieben 1999, haben ihnen geholfen, ihre Bestätigung zu kriegen, damit sie die Kompensation gekriegt haben. Etwa 40 konnten wir einladen hierher, an die Städte, wo sie gewirkt haben. 38 haben wir besucht in der Ukraine, an der Stelle, wo sie leben, heute noch. Fast alle sind weggestorben. Mit etwa 7 sind wir noch in Kontakt. Also ich bin leider erst später dazugekommen und habe vieles nur gelesen anfangs. Aber ich kann nur sagen, das war eine wichtige Arbeit, auch im Sinne wichtig für Deutschland zur Umgang mit der Vergangenheit. Es waren viele Leute, die Bedenken hatten, was für Vorwürfe werden denn kommen, wie wird Deutschland am Pranger stehen, wie wird Deutschland da schlecht dargestellt werden und so weiter. Und Kinder haben Bedenken gehabt, wie gegenüber ihren Eltern dann auch, wenn jemand auftritt und sagt, und das hat sich alles sehr gut entwickelt. Früher wurde das ja immer nur Ostarbeiter genannt, dann wurde ja gar nicht die Bezeichnung Zwangsarbeiter genutzt, was ja eigentlich richtig ist und stimmt. Und mittlerweile hat sich das auch so geändert, man sieht es allein an der Veränderung des Sprachgebrauchs, dass es möglich war, auch die Vergangenheit neu zu sehen und auch zu beurteilen und auch aufzunehmen im Sinne, dass wir ein anderes Verhältnis dazu haben und anders damit umgehen wollen. Und eigentlich eine Aufgabe haben uns in dieser Situation auch bei den ehemaligen Arbeitern, Zwangsarbeitern hier zu entschuldigen und auch ja, um Versöhnung und Vergebung zu bitten für das, was wir ihnen angetan haben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ja, für die Zukunft sehr wichtig, dass das weiter bekannt wird und weitergetragen wird. Die Jungen kennen das ja gar nicht und wissen gar nicht, was da geschehen ist. Von daher ist es immer noch wichtig, eigentlich auch zu erzählen und zu beschreiben, wie das war. Auch gerade die Stiftung von Frau Kreiselmeier
ist ja ein ganz wichtiges Mittel eigentlich, um solche Verbindungen weiter zu fördern. Es ist ganz wichtig, dass Hass und Zwietracht überwunden werden. Und da bietet uns der christliche Glaube, die Versöhnung, bietet uns eine große Hilfe, wenn wir von der Versöhnung leben. Denn wer seine Geschichte nicht erkennt und daraus Resultate zieht, kann keine gute Zukunft planen.